Bin so der geniale Boss. So, so. Hammergeil. Erstmal 25 Diamanten gekriegt. 24. Waren 40 wäre geiler. Was, Alex, merk dir, ich brauch auch Stein, ne? Also wir nehmen einfach mit dem Stein halbe halbe oder wir gucken, ob wir noch mehr abbauen. Mit Stein halbe halbe mal gucken. Weil ich werde wahrscheinlich für die Brücke sehr viel brauchen. Ja, aber nicht so mega viel, das ist ja schon Oh, hier ist Lapis Lazuli. fast kolossal. Ja, weißt du, Alex, schlimmstenfalls bauen wir einen zweiten Monster-Spawner drüber. Jupp. Oder auf die Seite. Ich glaube, drüber bringt nichts wegen Chunk. Hast du genau einen Chunk markiert? Nee, Chunks sind 16 Blöcke, du Bob. Bobo! So klein bloß, what the fuck? Ja, das ist ein Chunk. Ein Slime-Spawner wäre besser. Ja, aber Slime-Spawner ist halt nicht einfach zu finden. Ah, dafür gibt's Mods. Ja, du kannst auch so mit einem Slime-Finder das machen. Ach, ich Dann nutze dafür Mods. musst du halt so ein Riesenteil auch aushöhlen. Wir können ja mit dem Slime-Finder können wir ja Oh. gucken, ob wir ein Slime-Teil finden. Wenn du willst. Da haben wir Mhm. noch mehr abzubauen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Okay, ich bin jetzt schon mal auf einer Seite durchgekommen, weil. Oder ich glaube, ich mache das jetzt so, ich buddel mich einfach Ich immer muss sagen, die straight Musik, die gerade durch. bei mir läuft, die ist viel zu episch für das, was wir gerade machen. Nein! Lebig. Im Bruch vor Win. Aber wir müssen übrigens alles Bam. außenrum ausleuchten. An Höhlen oder so, die wir finden, ne? Ach, La lass mal einfach Lava reinlaufen, fertig. Lava. Lava. So, ich mach mal gerade ein paar Eisen picken. Ich gehe mal ausleuchten. Zombie. Lol. Das klang nicht nach einem Zombie, sondern eher nach einem Ich habe eine Creeper. enchantete Hose. Woohoo! Schusssicher und Haltbarkeit drauf. Eine goldene Hose mit Haltbarkeit. Willst du mich verarschen? Ja, die hält dann einfach länger. Hüsterchen, Hüsterchen, Captain Obvious strikes again. Hustle, hustle. Hustle, hustle. Das einzige Problem ist, ich müsste mich eigentlich vorbewegen können mit der Maus und gleichzeitig abbauen können. Mit der Dia-Picke, die enchanted ist, kannst du das. Wie jetzt? Ja, laufen und Ich meine mit vorwärts bewegen. ach, abbauen. Während ich was trinken könnte. Ach Weil ich noch so, eine Hand frei du hätte. kannst auch das machen, ne? Jetzt. Nur nicht mit der Picke. Du kannst, während du isst, kannst du schlagen. Oh, ich meine es im Real Life trinken. Ach so. Ja, Volldepp, ey. das womöglich nicht. Wie Jan gerade gesagt hat. Ne, ne. Geht nicht. Schade. So, hier muss auch nochmal ausgeleuchtet werden. Also ich glaube, wir haben dann vorerst mal genug Stein, um uns eine 5,5 Kilometer große Festung zu bauen. Wahrscheinlich zünden die dann danach Nils Haus an und schieben Wenn es die auf mein Nils. Haus anzünden, ich schwöre dir, ich höre auf zu spielen, ich habe keinen Bock mehr. Dann kannst du bei mir eine Festung einziehen. Dann baust Die du halt ein hält aber. neues Haus. Darum geht's mir nicht. An dem Zeug hier tue ich jetzt schon seit Anfang rumarbeiten und wenn dann irgend so ein Spasti kommt und es niederbrennt, dann habe ich keinen Bock mehr, sorry.
Also, ich sag's immer wieder gern, aber Laser ist auch selbst schuld, wenn er sich einfach um Skeleton erschießen lässt. Lol, hier ist voll viel Dreck. Kann bestimmt mit traden. Obere Kiste über der anderen Kiste, das ist die offizielle Dreckmüllkiste. Okay. Moment. Also wie gesagt, wenn du eine goldene Hose willst, ne? Nein. Komm schon! Die ist von Prada! Nein. So. Läuft mir wieder ein bisschen aus. Es läuft aus. Ja, deine Hose läuft aus. Ja, vollkommen recht. Boah, ey, das ist schon ein extrem fetter Raum. Da müsste man jetzt eigentlich ein fettes Lager Ah, ich habe keine reinbauen. Picke mehr. Bist du eine? Da hast du mehrere. Ja, Ja, hast give me du your stuff. zwei. Ich hatte nicht noch genau vier. Ja, ich habe noch 12 Eisen. Ich muss hier den Boden wieder richtig, also da muss ja spezielle Höhe haben. Da wieder richtig hinmachen, so dass da keine Löcher drin sind. Unten habe ich ausgeleuchtet. You know what? I'm rich, bitch. Was machst du da? Hi, 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 hi. Und tschüss. Ich buddel jetzt einfach mal kurz an das Loch frei, dass ich da besser hinbauen kann, um das zu versiegeln. Tu das, Johnny. Tu das, du Judas. Müssen den Kyobi versiegeln. Wieso? Weißt du schon, hast du schon gehört von seinem leckenden Anus? Nicht Von spoilern, seinem Alter. Anusleck? Ach so, ich dachte gerade schon, du willst die Route spoilern. Beef, 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 Beef. Alter, ganz ehrlich, hier hört der Spaß echt auf gleich. Also, ich würde ganz einfach gerne darüber gehen und mal nachgucken, was bei denen abgeht. Leg lieber vor deinen Diamanten in die Kiste. In die Nicht, dass tolle. du ins Kreuzfeuer gerätst. Ja. Ich mach nur Kamera. Weil ich will jetzt irgendwie eine Aufnahme drin haben. Ja, ich habe jetzt die interessanteste Aufnahme ever mit dir. Wow! Boom. Siehst du? Creeper. Siehst du, ist doch voll Spannung dabei. Was Ja, willst denn voll du? Hardcore-Action. Creeper. Jeder. Ey, ganz ehrlich, Slenderman ist ein Witz dagegen. Ich hab auch Schiss, dass jetzt gerade ein Creeper von hinten kommt und Bumm macht. Call of Duty, ey, das ist ein Pussy-Game gegen Minecraft, wenn du einfach Ah nur ja. farmst. Ganz Ja, aber ehrlich. echt. Danach kommt eindeutig nur noch Schlammcatchen mit einer 40-Jährigen. Lolita. Ne, mit einer Lolita. Nam Weißt du, nam was eine nam. Lolita ist? Eine 40-Jährige. Mexikanische Wrestlerin. Mexikanische Wrestlerin. Du musst aber wissen, dass die so circa ein Körpergewicht von, was weiß ich, haben, von so einem Sumo-Ringer, aber sich bewegen, als hätten die den ganzen lieben langen Tag nichts anderes gemacht als Parkour. Okay, Dave. was? Das ist eine Das. mexikanische Lolita. Eine fette Alte, würde ich sagen. Ja, so kannst du es auch beschreiben, aber nur halt im Brutal. Bist brutal! Nee, Brontal. So, ich buddel mich jetzt mal 88. so straight durch. Ja, Alex, ist voll geil, wenn wir uns einmal gerade so durchbauen, dann am Ende kommen wir ja sowieso zum Ende. Der Satz. Oh Mann, du kommst sowieso zum Ende. Darauf kann echt nur ein 12-Jähriger lachen. Ne, Bin Nils? 15, Schlampe. Du hast den Witz gebracht, also giltst du somit offiziell ab 12. Nein, bin ich nicht. Ich guck South Park, ich bin nicht 12.
Ich bin ich fucking 16! Spaß, bin 19. Und Alex ist auch wirklich 18. Schon? Ja. South Park, Alter, epicstes Game 2014. Ey, weißt du, Aussage des Tages, wenn du Religionsunterricht machen willst, schau South Park, da wird jegliche Religion ja, einmal aber verarscht. Echt. Ja, Mann. Aber die machen auch mega viel mit aktuellen Themen. Alter. Also, also die karikaturieren ja das meiste, ne? Ja. Hat wohl jeder gemerkt. Fahr jetzt, wie sie die Kanadier darstellen. Ja, Terrence und Philip, Alter, Beste. Ey, wir sind ja schon fast beim Ende. Ende der Aufnahme? Nein, nein, das dauert noch ein klein wenig. Die 2 Minuten. ich hab voll viel Kohle, bist ne? Bist du heute wieder bis halb da bloß oder länger? Meine Mom ist nicht da, ich kann länger. Nice. Ja, jo. Oh, freue mich schon auf nächste Woche Berlin. Ich freue mich auf Sonntagssaison. Das ist gerade angeblich Peter Griffin, Mann. Okay, jetzt nicht mehr. Wie eine MG, Alter. Wie eine MG. Oder? Du kleiner! Nein, das ist der Onkel Adi. Nein, das ist Simpson. Seh, Kyle! Ihr müsst den Juden ausrotten. Oh, ich glaube, der hat unser Eisen. Ich bring uns einen Arsch voll Kohle mit. Ich mach die gerade mit der Glückspicke weg, gell? Ich dachte, die Glückspicke plötzlich weg ist. Also, wenn so ein Arsch wie der Protagonist von South Park ist, dann... Meinst du Duschback? Ja, Mann. Dann haben wir viel Kohle. Come on, Duschback. I will show you the dragon shot. Das ist so ein Lachen, Alter. Rah. Nein, der Drachenschaut ist ein Furz. Rah. Nein. Nico, stop. Alex, denkst du, wir finden noch Diamanten in dem Ding? Hä? Ich muss ja noch für den Spawner die Sachen bauen, die Schachtdinger, wo die dann durchfließen und so. Da finde ich bestimmt auch 2x so Diamantdinger. Da werde ich mich aber auch megamäßig abfacken müssen. Ja, eigentlich hätten wir schon längst fappen müssen. Ja. Willst so du mir dann. Dias, die wir bekommen haben, innerhalb von wie viel Sekunden? Wenig, sehr wenig. Ja, einfach mal so kurz an. Och, 6er Dias-Spawner. Bam. Das war geplant, also, ne? Wir haben alle gesehen, wir haben vorher gecheatet und dann haben wir die gefunden. Und hallo, was für ein Zufall, da sind ja Diamanten. Oh, X-Ray-Mod. Oh, wieso sind hier plötzlich 300 Diamantenblöcke? Wieso nur? Also, ich habe die nicht Blöcke, nicht Erz, Blöcke. Ja, dann kommt ja, auch der Teil mit, ach was, ich benutze doch gar kein X-Ray-Mod. Während der Aufnahme. Während der Aufnahme. Ich benutze aber auch. Wir haben auch keine Möglichkeit, das zu präparieren. Ich finde X-Ray mega schwul. Und der X-Ray erfunden hat, sollte geknechtet werden. Ja, Mann. Stille Nacht. Heilige Nacht. Alles schläft miteinander. Und keines Schlaf. Nicht mal Wacht. Der Onkel Haft. Opa hatten Schaft. Alter. My beats are sick and my rhymes getting bigger. That's cause Jesus Christ is my nigger. Wir haben schon wieder Nigger gesagt. Alter, weißt du... Oh, wir haben schon wieder die N-Bombe gedroppt. N-Bombe, Nigger, niemals, nie. Ich will mir jetzt nicht vorstellen, wie das geheißen hätte. Hättest du jetzt anstatt niemals wieder die N-Bombe gedroppt. Ey, weißt du was? Beste N-Bombe hat immer noch Justin Bieber gedroppt. In seinem Song Never Say Never. Da sagt er immerhin 72 mal never. Ja, die N-Bombe ist OP. Das ist die Ober-N-Bombe. Nico! Noch eine N-Bombe! Nils! Noch eine! Nalex! Oh. Analex. Analyse! Analphabeten! Ich geb dem YouTube-Spinner Schläge. Analphabeten! Analanbeter. Anal querverkehrt!
Aliens, die dir Sonden in den Arsch pflanzen, mit dem.